So, willkommen zurück. Schwuppsti-wupps. So, Schuldspruch. Es ist Zeit, Valerian und Horner zu kontaktieren. Ich muss wissen, wo Jim ist. So, 9 Machtpunkte ist eine ganze Menge und 2 nochmal extra. Also das heißt, alleine das gibt mir schon echt eine neue Stufe. So. So, und dann haben wir die Evolutionsmission für Schwarmwirt. Das war das, was ich vorhin gemeint hatte, mit dem, der sich halt so verbuddeln kann und woanders auftauchen kann. Was echt extrem geil ist. Aber ich bin noch nicht sicher, ob ich das nehme oder das mit dem Fliegen, weil das mit dem Fliegen ist auch Kerrigan, echt geil. wir haben ihn gefunden. Er ist auf der Morosch, einem mobilen Gefängnisschiff, das jede Stunde an zufällig generierte Koordinaten springt. Es gibt keine Möglichkeit vorherzusagen, wo sie als nächstes hinspringen wird. Irgendwann werden auch sie ihre Vorräte auffüllen müssen. Exakt. Wir wissen, dass sich das Raumschiff morgen für genau 32 Minuten an der Atlas-Station aufhalten wird. Atlas entsendet einen Tanker zur Moros, aber nach dem Tankvorgang verschwindet sie wieder. Unser Kontakt Tosh hat angeboten, das Shuttle zu infiltrieren und Nein, er... ihr habt eure Schuldigkeit getan. Ich mache das persönlich. Seien Sie vorsichtig, Kerrigan. Verglichen mit diesem Ort ist Neu-Forsum ein Kindergarten. So, und Tosh hat angeboten, dass er hilft. Also es heißt schon wieder, siehst du, er sagt gleich, okay, Bruder, ich helfe dir. Und dementsprechend finde ich, Tosh war gut, dass ich zu ihm gehalten habe. Ne, mal schöner Jagen. Okay, Kerrigan hat die Moros ohne die Hilfe von Raynor's Raiders infiltriert. Der Leviathan wird sie mit Verstärkung versorgen. Auf jeden Fall ist der Leviathan ein wenig größer als die Hyperion. Da kommen die Tentakel. Ich bin drin. Sie werden von unseren Sensoren erfasst. Ich leite Ihnen so viele taktische Informationen wie möglich weiter. Seien Sie vorsichtig, Kerrigan. Mein Vater wird sämtliche Vorkehrungen getroffen haben, um sicherzustellen, dass niemand zu Raynor durchdringen kann. Auf mich ist er nicht vorbereitet. So, aus irgendeinem Grund habe ich Angst, dass die Aufnahme nicht läuft. Okay, habe ich aber gemacht. Okay, was irgendwie. So, dann wollen wir mal Jim befreien. Ich bin der Schwarm. Was zur Hölle war das? Gewagt. Oh, Feuerfresser sind ehrlich gesagt nicht cool. Ich werde Vergeltung üben. Löst Alarm aus. Die Plattform wurde eingezogen. Wir gehen außen herum. Ach, die Plattform, okay. Macht eure So, jetzt gibt es hier aber keine Trichatomore. Okay, Schadenmasse nur 50. Okay, dann hat der Marine haben die wohl das letzte Schild. Weil so haben die genau 55. So. So, ihr Boss, jetzt kommt mal her. Wir kennen keine Grenzen. Ja. Gewagt. Scheiße, alle kommen auch mit. So, läuft erstmal so. Na, hab ich nicht alle? Es ist Zeit. Das mit den Schaben finde ich halt echt geil. Sie fahren schweres Geschütz auf. Aber jetzt merke ich gerade, dass die Fähigkeit, mit dem statt ihm hier dieser Sprungangriff. Sie haben das Hauptschott geschlossen. Das ist eigentlich besser, weil durch ihre Fähigkeit so weit weggeht. Also die hatte kürzere Reichweite. Schütze mich, während ich mich um diese Sache kümmere. Dadurch, dass sie eine größere Reichweite hat, kommt es mit diesen Phasen, mit dieser Psi-Verschiebung gar nicht mal so hin. Der Schwarm folgt deinem Ruf. Sie bricht in den Hochsicherheitstrakt ein. Haltet sie sofort auf! Jawohl. So, die Tür erstmal. Bravo greift an! Schickt Verstärkung! Oh.
schweres Geschütz nähert sich. Seien Sie vorsichtig. Naja. Diener, verteidigt unsere Königin. Läuft doch. Oh, jawohl. Ich werde Vergeltung üben. Aber dadurch, dass sie so eine große Reichweite hat, es kommt diese Zielverschiebung gar nicht wirklich ins Rollen. Die Krone hier. An dem Sicherheitsterminal in ihrer Nähe haben sie Zugriff auf die Insassendaten des Schiffsmanifests. Ich glaube, dass er das hier gemeint hat. Ja. Über den Rest machen wir uns Gedanken, wenn Jim in Sicherheit ist. Kerrigan, da ist eine große Anzahl Wachen in der Nähe. Wenn ich hier die Umfahren platziere, werden die Verseuchten ihre Verteidigung angreifen. Es ist ihre Entscheidung. Ja. Wir kennen keine Grenzen. Dann platzieren wir mal die Umfahren, ne? Ja. Verseuchen wir mal alles hier. So, werden die jetzt hier auch alle verseucht? Nur mal so Interesse halber. Dieser Planet gehört mir. Der Schwarm erobert alles. Ja, genau, okay. Haben wir gefangen hier erstmal. Die Eroberung verseucht, interessant. Ich bin der Schwarm. Aber das jetzt aus vier verseuchten Typen. Wir passen uns an. Ja, schon ein bisschen. So. Auf jeden Fall ist das mit den Dinosauriern ganz interessant. So. So, du da musst geheilt werden, mein Bester. Ah, warte mal. Hab ich ja ganz vergessen. Ich hab doch jetzt den Krieg 2. Von wegen Kriecher. Jetzt bin ich mal gespannt, wie dieser aggressive Kriecher ist. Kriecherzeugung und so. Wollen wir mal. Ja. Okay. Aber der ist trotzdem nicht schneller, der Trick. Jemand den Kammerjäger bestellt? Nee, ich glaube nicht. Aber die Reichweite ist wirklich signifikant größer, weil sonst war das hier oder so. Also nicht halt der ganze Bildschirm. Okay. Das kann nicht sein. Trennt die Gelenkverbindung zum Gefangenendeck. Ihr habt den Mann gehört. Jagt es in die Luft. Scheiß auf die Gefangenen. Macht euren Frieden. Der Schwarm ist dem Feind begegnet. Oh. Also das funktioniert auf jeden Fall nicht zusammen, muss ich mal so sagen. Die Verbindung hat schweren Schaden erlitten. Naja. Ich werde Vergeltung üben. Ja, okay, hat Schaden erlitten, aber so schwer. Der Schwarm. Kerrigan. Ich hätte nicht gedacht, dass du dumm genug wärst, hierher zu kommen. Und nun werden deine Taten den Tod all dieser mutigen Männer zur Folge haben. Hä, was? Was hat er gerade gesagt? Alle sind Helden. Bereit, ihre Leben zu opfern. Was hat er gerade gesagt? Du und Rayna können zusammen verbrennen. Kerrigan, wir haben gerade gesehen, wie die Brücke explodierte. Die Moros wird auseinandergerissen. Sie müssen Jim retten, uns läuft die Zeit davon. Ich bin der Schwarm. Ja? Feuer, die Idioten! Was hat er gerade gesagt? Was du heute kannst besorgen? Okay. Dieser Planet gehört mir. Wir kennen keine Grenzen. Ach, vergiss das! Wer war? Wohin? Die gesamte Seite des Schiffes ist weg.
Ja. Wohin denn du? Genug jetzt. Reiß dieses Tor nieder. Deine Königin lauft. Zu den Rettungskapseln. Los, los, los. Dies ist das Gefängnis, Deck. Hier gibt es keine Rettungskapseln. Ich warte nicht auf den... Der Schwarm erobert. So, ich brauche noch den zweiten Machtpunkt hier. Der Tod kommt von oben. Die Eroberung geht weiter. Macht euren Frieden. Oh, da war er bisher nicht. Los, los, die Zark kleben uns am Arsch. Vermutlich hier, ja, jawohl. Heute kannst du sorgen. Ich bin der Schwarm. Ja, ist es jetzt, also das mit dem Springen ist eigentlich dann wahrscheinlich doch. Ich hab die Daten. Verstanden. Vielen Dank, Kerrigan. Lasst uns rein, ihr herzlosen Mistkerle! Naja, wollt ihr wirklich rein oder wollt ihr nicht lieber raus? Ist halt der Nachteil von halt einem Raumschiff, ne? Boah, hier ist aber richtig was los. Wenn wir schon untergehen, dann nehmen wir diese hässlichen Biester mit uns. Naja, auf jeden Fall, hier ist er. Und so viele sind jetzt gar nicht gestorben. Zagara, der Leviathan soll diesen Bereich des Schiffes stabilisieren. Es ist vollbracht. Halte durch, Jim. Ich bin fast da. Mann, hat der Fleisch, was da durchgeht, meine Fresse. Ich musste dich rausholen. Was hast du getan? Was ich tun musste. Sag das, Phoenix. Sag das den Millionen von Toten. Du hast geschworen, die Königin der Klingen zu töten. Du warst der Einzige, der je an mich geglaubt hat. Glaubst du noch immer an mich? Ich liebe dich, Jim. Vergiss das nie. Es ist aus. Es ist aus. Ja, geil. Ja, mit dir ist schlecht Kinder machen, nicht wahr? Also, was soll er machen? Bist halt kein Mensch mehr. Und da unten hast du auch keine Mulle mehr. Ich meine, ist dann schon ein bisschen schwierig, nicht wahr? Okay, gut. Dann war's das mit der Mission Schutzspruch. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns dann im nächsten Video. Vielen Dank, bis zu sehen.